Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Leviscard 12. Ich begrüße euch zu einem Unboxing, beziehungsweise erstmal Unpacking und dann ein Unboxing. In diesem luftverpackten weißen kleinen Päckchen befindet sich ein wertvoller Inhalt, denn das Ganze ist den weiten Weg aus USA hier auf meinem Tisch gelandet und jetzt werde ich es gleich auspacken. Ich freue mich auf dieses Spiel, Freunde. Mal schauen. Schön verpackt, sicher verpackt. Und zack, haben wir es aufgemacht. Da blinzelt doch was Blaues, funkelt besser gesagt. Ah, das ist richtig nice. Und was kommt zum Vorschein? Zack! Yes! Willkommen zu Hause, Shakedown Hawaii. Weg mit der... Wo ist es hin? Nee, egal, werde ich gleich wegräumen, Freunde. Ja, für PS Vita, Shakedown Hawaii habe ich mir geholt. Und es hat ein bisschen gedauert, habe ich mir von eBay geholt. Und ja, was habe ich dafür bezahlt? Ich weiß es gar nicht. Ich meine so über 40 Mücken, Freunde, hat das Ganze gekostet. Und jetzt habe ich es endlich. Ja, nach dem Retro City Rampage, das 8-Bit-Abenteuer, kommt jetzt das 16-Bit-Action-Spiel heraus. Und das Ganze wurde herausgebracht von WeBlank Entertainment. Kann man sich leicht und locker, wenn ihr auf digital steht, ich glaube im europäischen Ausland, also im PSN UK und PSN USA, bekommt ihr es für 16 Pfund bzw. 20 Dollar. Könnt ihr es digital holen. Ich meine die PS4-Version, aber so diese Retail-Version, diese Box-Version, die bekommt ihr halt nur limitiert auf eBay zum Beispiel oder halt auf deren Seite. Und da habe ich gesehen, da gibt es das Spiel für 3DS, für Wii U, für PS3, PS4 und für PC und für Vita natürlich. Aber erhalten kann man nur, ich glaube, da waren nur PS4-Versionen noch erhältlich, die anderen waren ausverkauft. Und falls ihr die Wii-Version unboxed sehen möchtet, geht auf meinen lieben YouTube-Kollegen Galvatrons und schaut da vorbei. Der hat das nämlich auf Wii ausgepackt. Ja, Shakedown Hawaii ist ein Actionspiel. Hört ihr das Lied draußen? Das ist doch perfekt jetzt, ne? Wenn ich Video auspacke, dann kommt er und sammelt seine Sachen ein. La la la. Ja, super. Jetzt bist du auch im Video, mein Freund. Ne, erstmal. Jetzt bin ich total durcheinander, Freunde. Wir schauen uns erstmal die Beschreibung an. Shakedown Hawaii ist Business in the front. And buddies in the back. Ja, das war eigentlich nur die Beschreibung. Hier sehen wir Screenshots. Ja, sieht ziemlich cool aus. Das Ganze kann man einen Spieler zocken. Touchscreen. Memory required 10 MB. PlayStation TV kompatibel. Also ihr könnt es auf PlayStation Vita TV auch zocken. Auch nicht schlecht. Ja. Dann packen wir das Ganze mal aus. Zack. Da haben wir das gute Stück. Ich glaube, es ist limitiert, die PS Vita Version und auch die anderen Versionen, Freunde. So sieht die Karte aus. Ja, ich bin mal echt gespannt auf dieses Spiel. So wie Magnum können wir dann hier Chaos anrichten auf Hawaii und wir müssen halt als Big Boss die Gegend unsicher machen und unsere Gegner platt machen. Shakedown Hawaii.
das Ganze von, wie gesagt, WeBlad Entertainment. Und ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.